Ich zeige euch heute mein Sternzeichentuch für den Krebs. Und wer es nachstricken möchte, findet die Anleitung auf meinem YouTube-Kanal. Das Krebstuch ist eigentlich mehr ein Schal und es ist ein Hauch von nichts, wenn ihr auch so ein Mohairgarn benutzt. Das Ganze wiegt hier 50 Gramm, das ist wirklich extrem wenig. Und hier könnt ihr nochmal sehen, so sieht das Ganze dann auf den Modefotos aus. Natürlich könnt ihr auch andere Wolle nehmen als das Mohair. Und die Dicke der Wolle steuert natürlich die Breite des Schals. Und das Muster ist so schwer nicht.